In einer tiefen Nacht schläft der Apfelbär in seiner Hütte. Der Apfelbär träumt. Der Apfelbär träumt, dass keine Äpfel mehr an seinem Apfelbaum hängen. Der Apfelbär ist sehr traurig, dass alle Äpfel weg sind. Auf einmal wacht der Apfelbär auf. Der Apfelbär merkt, dass alles nur ein schlechter Traum war. Doch nun hat der Apfelbär Angst, dass die Äpfel wirklich alle weg sind. Der Apfelbär kommt schnell aus seiner Hütte gerannt, um nachzuschauen, ob die Äpfel noch am Apfelbaum hängen. Der Apfelbär sieht, dass alle Äpfel noch am Apfelbaum hängen und er ist beruhigt. Der Apfelbär geht wieder in seine Hütte, legt sich ins Bett und schläft wieder ein. Am nächsten Morgen macht der Apfelbär sich sofort auf den Weg, um die Eule zu besuchen und ihr von seinem Traum zu erzählen. Nach längerer Zeit treffen sich die Eule und der Apfelbär im Wald. Guten Morgen, Apfelbär! Ich habe gehört, dass du mich suchst! Der Apfelbär erzählt der Eule, dass er heute Nacht geträumt hat, dass alle Äpfel, die am Apfelbaum hängen, weg waren. Das war bestimmt ein Albtraum! Der Apfelbär fragt die Eule, was ein Albtraum ist. Ein Albtraum ist, wenn man etwas träumt, wovon man Angst hat und du hast Angst, dass keine Äpfel mehr am Apfelbaum hängen. Der Apfelbär fragt die Eule, was man denn tun kann, damit alle Äpfel am Apfelbaum hängen bleiben. Wir können ein Hotel bauen für die Bienen, denn die Bienen bestäuben die Blüten, aus denen die Äpfel werden. Wenn wir ein Insektenhotel bauen, werden die Bienen immer da sein und es wird immer Äpfel geben. Der Apfelbär findet, dass das eine super Idee ist. Die Eule und der Apfelbär gehen zur Hütte vom Apfelbär. Hier möchten sie das Insektenhotel für die Bienen bauen. Hier habe ich ein paar Stöcker. Daraus können wir das Insektenhotel bauen. Nach langer Zeit sind die Eule und der Apfelbär mit dem Bauen fertig. Ich finde, das Insektenhotel sieht toll aus. Das findet der Apfelbär auch. Nun ist das Insektenhotel fertig. Die Bienen können einziehen und alle waren glücklich.